wollten Respekt, Glaubwürdigkeit, wie auch immer man es nennen will. Also schnappten sie sich die schlimmsten Gauner, die die Stadt zu bieten hatte. Hey, Danica, ich bin im Underground-Versteck auf der Upper East Side. Cool. Du suchst den Sender und ich suche nach Hinweisen, was der Underground macht. Junge, gar keine Zeit mehr. Erstmal Moin zu sagen. Trifft 10 Geld mit Venom Schmetter. Was ist Venom Schmetter nochmal? Wait. Venom Schmetter. Schmetter. Oh. Da bin ich dumm. Bin ich irgendwie immer überfordert mit. Ah, ich hab eh noch nicht. Ja, lul. Was war das andere? Besiege 5 Gegner mit Fernzünderminen. Habe ich die überhaupt? Ah doch, ja. Die. So wie. Ah, 5 getroffen. Ja, ist okay. Ist okay. Mir sah erst nach weniger aus. Wow. So, dann kommet mal her, meine Kinder. Okay, ach, das ist halt noch nicht optimal. So darf es nicht sein hier. Nein. So, dann mal los. Wow, wie hängen die zusammen? Die Underground und Tiefdorf-Leute haben ein paar Dinger getötet. Überfälle, Raub, Ausschüsse. Es war vorbei, als der Underground einen von Tiefdorf-Leuten getötet. Der Underground war unterlegen. Bis Tinkerer auf den Plan trat. Ja, da war Tiefdorf bereits verletzt. Also sollten sie hier problemlos einmarschieren. Fällt gerade auf, die Fernzünderminen-Dinger muss ich noch machen. Sind hier noch irgendwo? Du musst es an eine Stromquelle kriegen. Und irgendwie einen Leitungskasten oder so ein Shit. Damit die auch wirklich dadurch besiegt werden. Er kommt! Er kommt! Okay, zwei habe ich jetzt aber mit schon besiegt. Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay. Ah, sind diese Fernzünder von selbst ausgelöst worden irgendwie? Scheinbar. Bam! Was ist da hinten kaputt gegangen? Wer sich mit uns anlegt, wird es bereuen. Komm. Na komm! Bruder! Komm ran! Oh, jetzt ist es explodiert, oder wie? Ich will doch... Will doch nur meine Bonus-Ziel-Dinger hier machen. Au!
Okay, wenn ich tot bin, ist natürlich auch nicht so praktisch. Deswegen. Worauf hat er geschossen? Nein, die schießen auf die Dinger. Ehrenlos, ehrenlos. Ich will euch doch schocken damit. Ich weiß, es ist vielleicht nicht ganz so angenehm, aber... Leben überhaupt noch so viele Gegner, dass ich... Oh, nee. Sag nicht, das... Yeah. Das geht schon gar nicht mehr, weil... Ja. Einfach alle anderen schon... Ich glaube, es sind wirklich nur noch die beiden übrig. Ach, come on. Was ist da passiert? Ja, dann mache ich es jetzt einmal so fertig. Müssen wir halt nochmal spielen. Cool. Oh, 93% haben wir inzwischen. Dann jetzt also nur noch den Störsender deaktivieren. Sieht nicht zu schwer aus. Ah, ich hab mich schon gewundert, was diese Wand hier ist, Soren. Und war's auch nicht. Der Störsender. Das sind Trophäen von den Kämpfen gegen Tombstone. Bisschen übertrieben. Haben die Puppen sich bewegt? Oh nee. Krieg ich die wohl noch besiegt damit? Ich hab die nicht mal getroffen, dann kann das sein. Achso, lol. Ich hab die nicht mehr aus... Die landen... Hier ist halt eh nur noch ein Gegner. Wird jetzt auch nicht mehr klappen, denke ich. Mehr sehen. Hey, jetzt kann man das Versteck wieder orten. Okay, ich sag der Polizei Bescheid. Cool. Ich verfolge meine Tombstone Underground Verbindung für meinen Podcast. Ich sollte los, bevor die Polizei kommt und hier alles mit Flatterband absperrt. Ist hier keine Kiste? Sind die hier nicht? Oh lol, man kann die hier runterreißen. Ja moin. Und was, wenn ich jetzt replayen möchte? Hey Deadpans, dies ist meine vierteilige Reihe Underground-Nachrichten. Spider-Man hat ein Underground-Versteck in der Upper East Side ausgehoben und ich habe Beweise gefunden, dass sie früher mit Tombstones Gang kooperiert haben. Ja, genau. Richtig gehört. Sie haben zusammengearbeitet, bis der Underground einen von Tombstones Leuten tötete. Es folgte eine blutige Fehde. Der Underground war hoffnungslos unterlegen. Als Tombstone ins Gefängnis wanderte, wurde Tinkerer kurze Zeit später der Kopf der Bande und sorgte für den Nachschub. Weitere Details findet ihr auf dem Blog. Bis zum nächsten Mal und verrichtet wichtige Arbeit zwischen 14 und 15 Uhr. Im Ernst, da seid ihr am fittesten. Bis dann! Dann würde ich sagen, ich fange direkt damit an. Macht, glaube ich, Sinn, ne? Oh ja, das ist guter Radius. Putz. So lobe ich mir das, Mensch. So lobe ich mir das. So, wo haben wir noch was Schönes zum Schocken? Zum Schocken wie der Schocker. Komm doch ran.
Es wird dir gefallen, Mensch. Bisschen Blitze, dies, das. Ah, genau. Die beiden. Ja, 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 ja. Putz! Was macht Nini? Wow. Huch. Da haben sie mich, glaube ich, jetzt bemerkt. Ja! Au. Okay, jetzt muss ich das noch irgendwie überleben. Oh, ein schöner Ziegelstein. Wie viele waren das denn jetzt? Also, schade. Ich hab nicht gesehen, was das war, was ich da wegziehe. Mann! Ich wollte mal so sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Junge, warum machst du dann diese? Warum? Und vor allem, warum? Ich reiß ihm die Maske runter. Halt's Maul! Was für ist es nichts? Nicht gegen dich, Spider-Man. Junge, halt's Maul. Der Heuchler. Ah, ich hab's. Top. Yep, da ist es. Nachricht erhalten, Miles. Ich arbeite gerade an dem Sicherheitssystem. Du bist echt unglaublich, Alter. Hallo, Jerry. Ich will den letzten. Schlaf mal gut. Bin drin. Das Roxxon-System gehört mir. Wieder so eine Tür. Ich sorge für Strom. Du machst auf? Ja, geht klar. Okay, ich öffne die Tür. Das sind für Dinger. Im System was Interessantes gefunden. In diesem Labor haben sie rausgefunden, dass Nuform die Leute krank macht. Hat vielleicht irgendwer mal gesagt, hey, lass uns diese Nuform-Sache nochmal überdenken? Ja, Rick Mason. Oh. Gut, dass wir hier dicht machen. Und keine Sekunde zu früh. Oh. Hier gibt's nicht viele Verstecke. Hier sind aber zwei Sachen, das will ich jetzt mal ausdrucken. War noch ein Ausgang. Da hinten wäre das dann gewesen. Oh shit. Nicht, dass ich jetzt irgendwas hier dadurch verpasst habe. Nee. Führe eine 60er. Okay, führe Wand-Takedowns aus. 5 Stück und eine 60er-Kombo. Was ist denn eine 60er? Wie kriegt man eine 60er-Kombo? Was zur Hölle? Für eine 60er-Kombo muss ich, glaube ich, ganz, ganz viele Leute mit Venom-Dings treffen. Noch ein Labor weniger. Damit ich mich dem schon mal annähere.
Danke für deine Hilfe. Gegen Roxxon kämpfen macht echt keinen Spaß. Meinst du? Ist doch das neue Lieblingshobby des Underground. Stimmt. Im Ernst, was für ein Freund wäre ich denn, wenn ich nicht hin und wieder helfen würde, einen Giftreaktor abzuschalten? Nach Weihnachten gehen die Preise runter. So, dann nochmal. Steht auch irgendwas von der Kiste noch da dran? Ja, ich habe die Kiste gar nicht gesammelt. Ja, nice. Ja, auch nicht. Bei der anderen vermutlich auch nicht. Ja, wo ist die Kiste denn? Ja, hier war ich noch nicht. Was ist da drin? Ein Sicherheitsraum? Hier lagern sie konfiszierte Sachen. Geht doch. Wenigstens schon mal das. Einer hat's nicht bemerkt. Top, kann ich mir den auch noch schnappen gleich. Und hier aus geht's. Wow. Und ich würde sagen, ich muss ja die 60er-Kombo noch irgendwie erreichen, deshalb muss ich mich dem Kampf wirklich ganz normal stellen und darf jetzt nicht großartig noch Faxen machen. Weil baut sich eine Combo auf, wenn ich einen Takedown mache? Ja, komm, wenn ich das jetzt schaffe, ne? Ich Spider-Man, eben. Gott. Ja. Oh mein Gott, ich dachte, es wäre unmöglich, sowas hinzukriegen. Easy. Es ging ja danach, okay, jetzt habe ich alle normalen Kisten und jetzt sammle ich die Kisten in diesen Verstecken. Gut, dass ich daran gedacht habe. Als ob das jetzt so einfach war. Da hätte man vermutlich auch so rangekonnt, oder? Hoffe ich bei der anderen Mal, da nochmal zu kämpfen. Das war ja, noch, das war ja auch schwieriger. Es muss nicht sein, ganz. Her damit. Geht doch. Gut. Zwei Stück fehlen jetzt noch. Das sind dann die hier. Die beiden Verstecke oder das kleine Labor und das eine Versteck hier. Dann nehme ich mir dann im nächsten Part vor von Spider-Man Miles Morales. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like da. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Danke fürs Ansehen. Bis zum nächsten Part. Ciao.